am Steuer. Okay, die Putter holen wir auch auf jeden Fall gleich ab. Los Putters, na Mann? Fühle ich auch nicht so, dass man sich gegenseitig Schlampe nennt, ja? Mann, ich muss wieder mal nach Berlin, Bro. Wie oft willst du einen Stopp drücken? Ja, Cringe ist das neue Cool. Ich habe das persönlich selber schon miterlebt, also es ist keine Verschwörungstheorie oder so. Ich weiß, warum ich die auch sympathisch und süß finde, die erinnert mich halt manchmal an meine Ex deswegen. Eine geile Idee, lass mal mit Flair diese Live-Reaction machen auf Shirins Song, weil ich wusste, Flair findet die nice. Hat schon krass Wellen geschlagen und ich habe auch letztens nochmal mit ihrem Manager darüber geredet, weil irgendwie Tatsachen verdreht wurden. Ich bin Feminist. Piu, piu. So, Digga, dann habe ich gesehen, Shirin David, alle. Shirin David ist wieder da. Verlobt, this is auf Szene, mein Ghostwriter, 16 Fragen durch Berlin, Bruder. Gerade hochgeladen, 48.000 Likes, 441.000 Views. Bei dir läuft mies, mies, bei dir läuft mies, mies. Hey Leute, was geht ab? Hi, Shirin, na? Och Mensch, jetzt Kinders, da zauberst du mir doch wieder ein Lächeln ins Gesicht. Hallo Shirin David und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Outfit heute? Besser. Wir sind wieder bei mir zu Hause. Aber du siehst immer gut aus. Aber Leute, ich habe nicht nur ein Wohnzimmer und eine Küche, ich habe auch mehr Zimmer als das. Ich wollte mich nämlich an allererster Stelle bei euch bedanken für diese Der Rock wieder leicht auf Ur-Oma-Basis angelehnt, aber passt trotzdem. Fassbar krasse Resonanz auf mein erstes YouTube-Video seit gefühlt 2 Jahren. Ich habe euch gesagt, ich weiß nicht mal, ob es in den Abo-Boxen angezeigt wird. Und wir waren auf Platz 1 in den YouTube-Trends. Geil, Digga, ich muss auch mal mehr rappen beim Reden, wa? Wir sind auf Platz 1 in den YouTube-Trends, Digga. Und dann sind wir gestern noch rausgegangen und das Feedback war überkrass, Digga. Und dann war ich gestern am Beach noch mit meiner Ollen und dann haben wir da eine schöne Zeit gehabt, yo, im Salzwasser. Wow, deswegen vielen, vielen Dank für die Liebe und den Support. Und ich dachte mir heute... Gar kein Thema, Shirin, machen wir doch gerne. Beantworte ich nicht eure Fragen, weil ihr habt mir sehr, sehr, sehr viele gestellt unter meinem letzten... Dieses sehr, 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 ist es schon immer so ein Ding von ihr oder ist es neu? Fühle ich. Instagram-Post, genauso wie ich euch darum gebeten habe. Und deswegen kommt einfach mal mit. Nein, das ist hier unordentlich, das wollen wir nicht. Nein, hallo, können Sie bitte aufhören, dankeschön. So, Freunde der Sonne, wir fahren jetzt hier in die Tiefgarage. Was wir nämlich heute tun werden müssen, ist, meinen Wagen zu Mercedes zu bringen, denn mir ist ein Genius beim rückwärts ausparken in mein Auto vorne reingefahren. Deswegen muss ich das jetzt leider einmal reparieren lassen. Da saß auch übrigens ein Mann am Steuer. Gucken wir uns jetzt heute mal die schöne Delle an. Sehr, sehr stark von diesem jungen Herren gefahren. Geiler Wagen an der Stelle. Batman. Oh, oh shit. Let's get it in, man. Anton, was habe ich für einen Fahrstil? Super, oh. Fühl mich wohl. Man vermisst Berlin schon ein bisschen, ne? Wenn man das so sieht. Autos getauscht, das hier finde ich passt sowieso viel besser zu meinem Outfit, als es jemand interessiert. Oha, die Schuhe waren blau, wa? Style-Experte, love. Autos getauscht, das hier finde ich passt sowieso. Nee, Digga. Nee, nee. Die hätte ich nicht angezogen. Ich hätte dir grüne Schuhe ans Herz. Nee, nicht grüne wäre zu viel. Schwarz. Oder weiß. Oder die Farbe von der Tasche. Die hier. Oder die Farbe vom Auto, von, keine Ahnung, aber nicht einfach blau, Digga. Sorry, ist mein Geschmack. Viel besser zu meinem Outfit, als es jemand interessiert. Oh, Stücke, sei doch nicht so oberflächlich. Ich muss hier einstecken. Ich probiere das jetzt nochmal. So, erstmal, ja, dieses Aussteigen schon mal mit Rock. Das ist einfach nicht möglich. Ich bin 1,60 mit Hände nach oben. Okay, wir haben hier ein Treppchen, ja? Allein schon hier. Mit Hände nach oben. Hier ist es kritisch. Hier, wo soll ich mich jetzt festhalten? Wie soll ich da jetzt rein, ohne aussehen wie eine dicke Kuh? Bitte sag mir das jetzt mal. Mein System ist nämlich immer folgendes. Ich gehe so. Ich hier rein. Stark. Ist, ne? Schön. Okay, Beine. Die erste Frage kommt.
Eben sah sie aus wie eine Puppe. Von Miska Misik. Die wichtigste Frage, wie geht es dir eigentlich, Shirin? Also erstmal, das ist eine sehr, sehr cute Frage. Vielen Dank dafür. Mir geht's wirklich besser denn je, vor allem besser als so die letzten 5-6 Monate, vor allem zu dieser Hochphase, wo ich das ganze Album fertig gemacht habe, weil ich einfach weiß, dass ich mit diesem riesengroßen Projekt ready bin, worauf ich unfassbar stolz bin. Vor allem, wenn du so viel Zeit, Schweiß, Blut und Tränen investierst und dann einfach am Ende genau das bei rumkommt, was du dir vorstellst. Die nächste Frage lautet, wie läuft dein Tag im Studio ab? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also zuallererst, ich stehe immer früher auf als die Jungs, weil ich möchte immer cute ins Studio gehen, okay? Manchmal, wenn wir sehr früh anfangen wollen, um 12, manchmal aber auch erst um 14 Uhr, holt mich dann der Taban ab. Dann treffen wir uns irgendwann um 14 Uhr, 14.30 Uhr im Studio und das allererste, was gemacht wird, ist Frühstück wird bestellt. Man kommt sehr, sehr langsam in den Tag, okay? Erstmal kommt man zusammen, man isst gemeinsam, man trinkt einen Kaffee, man raucht eine Kippe, man raucht was anderes, man chillt, man redet. Jedenfalls werden... Ist das Taban? Ich hab den noch nie gesehen, glaube ich. Ist auch krass, die ist doch mit dem zusammen, oder? Verlobt, dies, das, bla, oder stimmt das nicht? Dass man dann immer noch so von Taban reden muss, Dicker, obwohl es eigentlich dein Verlobter ist. Dann bestellt und erst dann geht man dann in den Raum, in dem wir aufnehmen, in dem wir arbeiten, in dem wir Beats machen und so weiter und so fort. Es muss ein Grundvibe herrschen, okay? Wir sind hier nicht im Büro, wo ich anfange, irgendwie Papierkram abzuarbeiten. Du arbeitest einfach über eine sehr lange Zeit sehr intensiv mit den Leuten zusammen und deswegen ist mir einfach das Wichtigste, dass alle so cool miteinander sind und dass wir einfach alle Spaß haben. Hola, puta! Da! Puta! Da. Na? Alles gut da drüben? Ja, du bist gerade... Nein, er ist der Manager. Ah! Flaut für ihn, du bist vielleicht habe ich auch ein bisschen was verwechselt. Okay, tschüss. Bis gleich. Okay, die Puta holen wir auf jeden Fall gleich ab. Los Putas, na Mann. Ja, fühle ich auch nicht so, dass man sich gegenseitig Schlampe nennt, ja? Weiß ich nicht. Die Frage bzw. Aussage ist. Das ist so wie die Jungs damals, die HS gesagt haben. Weißt du, wie ich meine, gegenseitig so? Muss nicht. Brauche mehr Hörprobenladen. Okay, du brauchst mehr Hörproben, dann lass mich kurz anhalten und dann mache ich dir eine Hörprobe an. Okay, seid ihr ready? Frio. Frio. Crazy. Young man, ich mach die Edelweg. Ohne Make-up auf den Cover von einem Klatsch- und Tratschblatt. Aussehen wie eine Barbara, ich darf das. Alle wollen meine Meinung oder Statements. Doch ich mache diese Bitches nicht mehr famous. Ich hab das Reich, immer zu tun und zu lassen, was ich will. Ja. Yeah. Die hat die Beats, Digga, was soll ich dir sagen? Die hat die Beats, die hat den Drip, Digga. Ihr Writer hat die Texte. Reicht dich? Der andere hat die Melodien. Irgendwelche Fragen noch? Sie hat das Aussehen. Nein? Okay. Also nochmal, Leute, Anton ist 26 Jahre alt geworden. Ich mag Anton. Ja. Vorgestern. Und deswegen müssen wir das natürlich gebührenfeier nachträglich auch sagen. Geisteskrank. Alter, wie kreativ sind die? Ey, danke dir, ja? Wirklich. Vielen, vielen Dank. Fahr vorsichtig, nicht wie Schuhmacher. Du musst euch... Ich ja Berliner, Digga. Wahrscheinlich erklären, warum ich... Mann, ich muss wieder mal nach Berlin, Bro. Hinten sitze, aber kurz und knapp. Ich hatte... Wie oft willst du eigentlich Stopp drücken? Ja. Das Gefühl, ich baue gleich jeden Moment einen Unfall. Weil in Neukölln, ich sag euch, die fahren hier wirklich wie in Litauen. Die nächste Frage ist... Wie in Istanbul. Wann kommt... Oder Mexiko. Eistee. Ihr meint Dirty? Meint ihr mein Eistee namens Dirty? Meint ihr den Dirty Eistee? Der Eistee kommt in diesem Jahr noch raus. Voraussichtlich im Spätsommer 2000. Moves. Moves. Wie Balloons. Wer ist das nochmal? Bad Moms J. Das sind Moves, Digga. Die haut einfach einen Eistee raus, Bro. Ich bin neidisch. Bisschen jealous. Und wenn sowas der Fall ist, dann ist es auf jeden Fall eine sehr gute Idee. 21. Das brauchte definitiv ein komplett eigenes Video für sich. Ich werde euch in die Prozesse involvieren. Vielleicht könnt ihr sogar über die eine oder andere Geschmackssorte entscheiden. Auch eine interessante Frage. Wie ist eigentlich der Gossip in der Musikbranche und von wem kommt er am meisten? Das könnte jetzt 20 Minuten dauern. Anton, du hast es richtig erfasst. Ich habe gerade wirklich überlegt, wo soll ich... Eistee, neue Shisha-Tabak, echt? Ja, machen das viele? Okay, dann war das ein bisschen vorschnell, was ich da gesagt habe. Ich habe es jetzt bei ihr als erstes mitbekommen. Wer hat noch einen Tee gemacht? Anfang. Dirty ist halt auch geil. Ne? Ich sag euch mal so, der Gossip in dieser Branche ist wirklich intens. Streamst du erst seit neuestem? Yes, Bro, ich bin wieder neu da. Jetzt seit anderthalb Wochen oder was? Schreibt mal rein. Du siehst ja, Community ist klein. Ich glaube, ich habe so bestimmt so 30, 40, die immer da sind.
Ansonsten wechselt es. Manchmal komme ich auf 100, manchmal nicht. Aber wir ziehen durch. Wir bleiben drin. Wir bleiben drin. Es gibt wirklich sehr, sehr viel Gossip. Ich habe das Gefühl, dass es immer meistens um dieses ganze Drumherum mehr geht, als selbst so um die Musik. Aber meistens kommt der Gossip immer von denen, die irgendwie sich so fühlen, als hätten die nicht genug Liebe bekommen. Oder den Leuten, die man kurz gesagt kein Gesicht gibt, von denen... Ich meine, Gossip generell ist ja normal, ne? Vor allen Dingen in der Musikindustrie und vor allen Dingen in der deutschen Musikindustrie. Es liegt jetzt nicht unbedingt, glaube ich, daran, wer jetzt keine Liebe von Shirin bekommt oder Gesicht bekommt. Dass, also ich glaube nicht jeder, der über Shirin sich Gedanken macht oder sich fragt, oh, was geht da ab mit Ghostwritern oder was geht hier ab oder was geht da ab, ist auch unbedingt ein Shirin-Hater erstens. Und zweitens glaube ich auch nicht, dass die das machen, weil Shirin denen kein Gesicht gibt, sondern weil es einfach interessant ist, Digga. Es ist einfach interessant. Leute interessieren sich für ganz viele Dinge. Gerade wenn Lockdown ist, dann kannst du jede Kleinigkeit nehmen, da einen Bericht draus machen und ganz viele Leute klicken drauf, machen Reactions, reagieren, ziehen sich rein, tun dies, das. Und du bist eine interessante Persönlichkeit. Weißt du, wie ich meine so? Du siehst gut aus. Weißt du, wie ich meine? Geile Stimme, hast einen krassen Weg gemacht, hast dir eine krasse Reichweite aufgebaut. Bist zum Star geworden, kann man sagen. Weißt du, wie ich meine? Wenn du irgendwo reinkommst, dann geht da was ab so. Und natürlich interessieren sich dann die meisten Menschen auch für dein Leben. Also ich muss sagen, persönlich, ich bin ja nicht mal annähernd so groß wie eine Shirin David und habe schon das ein oder andere Mal so, wenn Leute sich über mein persönliches, privates Leben zu viel den Mund zerreißen, Bad Vibes, und das finde ich nicht so geil. Bei ihr will ich gar nicht wissen, wie krass das ist. Aber ich sag dir, es reden auch Leute, die sich gar nicht wirklich interessieren, einfach nur, weil es halt gerade Thema ist. Wie viele Leute... Gestern hat der Candace auch ganz gut auf den Punkt gebracht in seinem Me, Myself in Media Magazin. Da hat er gesagt, ey, was hat er noch, wie hat er das nochmal gesagt? Ach scheiße, ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, ja, hab den Faden verloren. Eigentlich den meisten Gossip. Warum gibt man den Leuten kein Gesicht? Ich weiß immer schon, dass ich einfach von vielen Leuten Abstand halten möchte, weil ich finde, ich mache das hier für mich. Ich mache das hier nicht wegen irgendjemandem sonst oder weil es mich interessiert, was andere machen, sondern ich gucke halt auf mich. Ich gucke nicht rechts und links. Man will sich einfach aus vielem raushalten und das kannst du einfach, wenn du einfach eine gesunde, aber sehr höfliche Distanz schaffst. Und das ist auch mein Tipp an viele, viele Newcomer, weil gerade wenn du so in diese Branche kommst, du denkst, oh mein Gott, das ist alles so spannend und man kann mit voll vielen Leuten connecten. Das kannst du auch, aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt, weil wenn du dich entwickelst und andere Leute sich vielleicht weniger entwickeln oder vielleicht entwickelt sich auch der andere und du selbst nicht, kann es manchmal kompliziert werden. Das heißt, was du rausfinden musst... Das fühle ich gerade, was sie sagt. ...ist, wo sind die Bahnen? Ja, ich bin auch in die Szene so reingekommen, so wie so ein Glücksbärchen, Digga, so, ey, ja, Mann, Dicker, ich wollte schon immer hier sein und so, ey, wir sind jetzt Bros, Digga, sind wir jetzt Bros? Ja, Mann, wir sind jetzt Bros, Digga. Nee, sind wir nicht. Freundschaften, mit wem bist du wirklich außerhalb von diesem Business befreundet und mit wem eben nicht. Ich glaube, das Fazit von dem ganzen Business muss einfach sein, guck immer auf dich, also auch als Person, als Artist oder nicht, achte auf deinen eigenen Weg und wenn sich irgendjemand über dich abfuckt oder Gossip verbreitet, weil der irgendwie kein Stück vom Kuchen abhaben kann, dann ist es halt einfach deren Problem. Wenn ihr wüsstet, was ich jetzt alles an Gossip in den letzten 6-7 Jahren gehört habe, wow. Die nächste Frage lautet, wie kommst du mittlerweile in der Rap-Szene zurecht? Gibt es immer noch viel Problematik und wirst du mittlerweile von deinen Kollegen und von der Szene unterstützt? Auch wenn es sich für euch irgendwie so anfühlt, als wäre ich erst seit 2 Jahren in der Rap-Szene, gefühlt, wann hat mich der erste Rapper gedisst aus der Rap-Szene, als ich nur YouTuberin war? Das war safe 2015. Ich weiß auch noch, wer es war. Das heißt, seit 2015 bis 2021 wurde ich mindestens einmal im Jahr von irgendeinem Rapper gedisst, ohne wirklich Teil der Szene zu sein. Ich war YouTuberin. Irgendwie habe ich das Gefühl, immer da stattgefunden zu haben. Ja, ne? Ohne wirklich... Weil ich das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Du bist halt geil. So, man juckt sich für dich. Stattgefunden zu haben. Also, wer... Auch alle, die sagen, dass du scheiße bist, hässlich bist, Plastik bist, dies, das bist, die finden dich alle geil. So runtergebrochen, weißt du? Und mit geil meine ich nicht sexuell attraktiv, sondern einfach dein Leben, dein alles so. Die wollen da irgendwie teilhaben. Hat mich nicht gedisst, Farid. Der Beweis dafür, dass du so ziemlich gay bist. Du trägst die Kappe umgekehrt wie Shirin David. Kollege. Die Bikini-Ladies haben pretty faces, süß wie Milky Way und nicht klinisch fake, so wie Shirin David. Ja! Kolle, Digga, schöne Grüße gehen raus, Bro. Flair. 34, doch bin drauf wie 18.
Ich will diese kleine Bitch Shirin David nachziehen. Bushido, jetzt vor kurzem. Sagt der Bitch Shirin David, sie ist nur ein Touri. Diese Blockerschlampen machen. Nur das habe ich nicht gefühlt. Alles für den Fame, aber selbst Bräuner machen Barbara. Kudo, oh mein Gott, ja, Majo. Ich will ein Gangbang mit Shirin David. Ich komm mit Farid, ich nehm Payment. PA hat, okay, PA war cute, weil er hat einen Liebessong gemacht. Als Kudo gerappt hat, dass er dich gangbangen will, habe ich drüber nachgedacht, ihn mit der Family zu killen, aber das wäre nicht mein Hack. Der ist jetzt wieder offline, aber das war schon sehr süß. Auch wenn du bisschen Famer bist, haben wir perfekte Basis. Unser Baby wäre 75% iranisch. Ich habe bestimmt noch irgendwelche Leute vergessen. PA, Digga, wieder. Hat sich drin geschleimt, Mann. Die so Sneak Disses gemacht haben. Ich muss auch sagen, seitdem ich da bin, habe ich sehr viel Liebe bekommen. Vor allem, ich wurde so viel... Das ist doch kein Diss von Flair und Farid. Von Flair war das ein Kompliment und Farid war einfach nur ein Vergleich. Ich sag dir auch, also ich weiß ganz genau, Flair hat sie nicht gedisst, Digga. Flair ist da ähnlich, mit ähnlichen Vibes drin wie ich. Ich kenne den doch, den Schlawiner, Digga. Aber es ist natürlich, für eine Shirin fühlt sich das dann auch nicht geil. Man muss sich natürlich auch immer auch in die Haut von dem Gegenüber versetzen. Und wenn er dann als, weißt du, ich will diese kleine Piep Shirin David nackt sehen, die sitzt dann nicht zu Hause und sagt sich, ja geil, weißt du? Denke ich mal. Supported PA, Milo hat mir so viel Liebe gegeben, Nimo hat viel Liebe gegeben. Ich will jetzt auch gar keinen vergessen hier, Farid an der Stelle hat auch sehr viel Liebe gegeben, obwohl er mich genüsst hat. Deswegen, liebe Grüße gehen raus. Aber das ist mir jetzt so beklagen auf hohem Niveau. Ich bin schon sehr, sehr happy und ich habe auch das Gefühl, dass ich sehr viel Akzeptanz aus dieser Szene bekommen habe, wofür ich... Aber wie gesagt, ich wurde halt auch gebasht. In der YouTube-Szene habe ich gelernt, das, was du denkst, das sagst du auch. Du verstellst dich nicht vor der Kamera. Du bist vielleicht manchmal cringe, manchmal bist du vielleicht ein Weirdo, aber das war... Ey, cringe ist gut. Cringe ist das neue Cool. Einfach unsere Art. Hier in Berlin und in dieser Rap-Szene, es geht immer darum, was denken die Leute von dir. Es geht nicht darum, wer du wirklich bist, sondern es geht darum, wie verstellst du dich jetzt oder wie actest du, dass die Leute das und das von dir denken. Und das ist halt irgendwas, was mich so am Anfang echt belastet hat und was auch so am Anfang echt sehr, sehr anstrengend war. Irgendwie immer so zu denken, okay, du sagst mir gerade das eine, aber eigentlich meinst du das andere. Aber mittlerweile habe ich auch so eine gesunde Distanz dazu geschaffen. Mittlerweile checke ich auch, wenn mir jemand das sagt, dann meint er eigentlich das. Das ist einfach so eine eigene Politik für sich, deswegen fuck it. Ihr Mädchen! Oh mein Gott! Leon ist... Den fühle ich gerade. Leon ist wie Schloss, er öffnet Türen. Love lock it in, man. Okay, Buta, was ist dein Lieblingssong vom Album? Ich kann auf jeden Fall sagen, was nicht meine Lieblingssongs sind. Nein. Die ist irgendwie witzig, ja? Also ihr Gesicht so, ich finde die witzig. Das ist ihre Schwester, ne? Also ich glaube, das war... Ich habe die bei Worldwide Wohnzimmer gesehen, Digga. Da haben sich alle über die also so aufgeregt, weil die so extrem unsympathisch gewirkt hat. Ich finde die cool eigentlich. Die erste Single sein soll, ist auf jeden Fall dicker Faith und ich fahre den James Bond Sportwagen. Oh mein Gott! Okay, aber ich will nochmal dazu sagen, warum ich ein bis zwei Songs nicht geil finde. Als wir auf Gran Canaria waren, wo ich mir eine Masterarbeit geschrieben habe, ja. Das ist ja nicht so, als würde man sich hinsetzen und schreibt mal einer einen Song und dann hast du in zwei Stunden einen Song fertig. Das mag bei Drink it in, man. So sein, aber auf jeden Fall nicht bei dieser Dame hier. Deswegen dauert das auch ein Jahr, bis ein Album ist ja auch. Das heißt, da läuft dann 3 bis 4 Tage derselbe Beat durch, Tag und... Und es ist egal, wie groß das Haus ist. Weil da werden natürlich extra fette Boxen aufgestellt, damit es besonders laut ist. Und ja, aber davon hasse ich jetzt den Beat, weil ich einfach traumatisiert bin. So, yeah, that's what it is. It's what it is. That's what it is. Was war der anstrengend? Shirin sieht aber irgendwie ein bisschen bedrückt aus, Digi. Oder kommt mir das nur so rüber? Song zu machen. Aber die hat immer so einen leicht gedrückten Gesichtsausdruck, wa? Der Song geht halt, ich will nicht lügen, 8 oder 9 Minuten lang. Und ohne zu spoilern, du hast den ja jetzt ein paar Mal gehört. Vielleicht hat er dich, war Joke, haha, okay, Bro, eine Chance geben wir ihm noch, wa? Mhm. Mehr, ich will auch... Tamam, okay, eine Chance hast du noch, Bro. Bald bist du raus, Digga, bist du jetzt auf der mehr Liste. Mehr gar nicht sagen. Auf geht's zum Kiosk. War jetzt nichts Schlimmes, aber fühle ich nicht. Ist halt, weil ich hab kein Mask it out. Hier. Das bleibt mein Eistee stehen. I'm just saying. Dankeschön. Okay, nächste Frage. Wo ist das Bild mit Niki mit 5000 Fragezeichen? Wem findet ihr hübscher? 1 Shirin, 2 ihre Schwester. Dieser Art. Hübsch, nicht geil oder dies, nur hübsch. Was Süßes, wir reden süß hier. Wir sind nicht verurteilt Frauen gegenüber. War iconic. Wir hatten sozusagen eine der größten Lounges in der Mercedes-Benz Arena, als Niki kam. Für mich einfach ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe Niki noch nie live gesehen, okay? An dem Abend, ich weiß nicht, wie viele Leute wir eingeladen haben. Movements. Aber ich weiß nicht, wer auch alles wieder da war. Am Ende sagen auf einmal die netten Leute von meinem Label zu mir, Shirin, du kannst wahrscheinlich
1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, safe, smash. Okay, okay, okay. Tommy G drin, Alter, der hat den Emot in schwarz-weiß gemacht. Buddy, ich küsse dein Herz. Jetzt Niki sehen. Und ihr müsst euch vorstellen. Mach mal ein paar Emotes von mir, Bro. Ich war so am Ende. Der eine schreibt, ich küsse ihre Nippel. Komm mal. Ich war so sturzbetrunken. Ich war so, was? Wie soll ich in so einem Zustand Niki sehen? Das heißt, wir gehen runter. Da sind ausgewählte Leute. Ich glaube, Influencer, Blogger und so weiter und so fort. Die schieben mich als Erste in die komplette Reihe. Ey, sie stand vor mir. Sie ist wirklich 1,50 mit Hände nach oben. Und ich habe sie ungelogen viermal. Mit Hände nach oben, der ist auch neu, ne? Ich muss gerade überlegen, was du meinst mit viermal gesehen, aber du warst so besoffen, dass du sie viermal richtig gesehen hast. Und es war so schlimm, dass ich danach einfach angefangen habe zu heulen, weil ich so verzweifelt war, weil ich sie angeguckt habe, nicht richtig sehen konnte, weil ich sie viermal gesehen habe und diesen Moment... Hey, Niki, auch so, hey, Niki! und sie unbedingt so richtig angucken wollte. Ich wollte sie richtig angucken, so ins Gesicht. Ja, ich schwöre, ich wollte... Das habe ich mit Method Man gemacht, als ich ihn gesehen habe. Damals noch, vor ungefähr, wie alt bin ich jetzt, 30, vor 10, 11, 12 Jahren, ja, da sind manche von euch gerade geboren, da stand ich im Crystal Club, ehemals Natrix, auch Catwalk, und stand auf der Tanzfläche und dann ist Method Man einfach vom Pult runtergekommen, in die Tanzfläche rein und hat mit uns gedanced und Party gemacht, Digga, und er stand vor mir so. Und ich habe den so angeguckt und ich schwöre auf alles, ich habe ein Video gemacht, ich habe den so angefasst im Gesicht und am Kopf, voll respektlos eigentlich, aber ich habe den so überall angefasst. Ich so, nee, Dicker, das kann nicht sein, das ist jetzt nicht Method Man, Bro. Weil Method Man ist für mich auf jeden Fall auch so, weiß ich nicht, Pac, Biggie, Snoop und dann kommt schon Method Man für mich, so, weißt du, wie ich meine? Ich war so, Dicker, was geht ab, Bruder? Oh, shit, das ist doch die Jacke, ich sag doch so, ey, das ist doch die Jacke von How High, Dicker, oder? Fuck, Bro, shit und so. Heftig. Genau das war. Ich wollte genau das sagen. Und sie war einfach zu oft vor mir. Wie Magic war es bitte, dass ich an. Sorry, Bro, finde Shireen aber mies unsympathisch. Echt, ja? Ich finde die mies sympathisch, Digi. Aber da merkt man halt zwei verschiedene oder verschiedene Ansichten halt, ne? Jedem seins. Diesem Abend, genau in der Nacht, wo Deep ihm auf die Eins gegangen ist, Niki treffen konnte. It was her. Das heißt, sie. Also ich weiß ganz genau, hier kommt da auch was von ihrer Persönlichkeit durch, ne? Und ich weiß ganz genau, viele Rapper, wenn die mal so einen Videoblog drehen würden, 25 Minuten, wo man wirklich was von ihrer Persönlichkeit sehen würde, dann würdet ihr die nicht mehr so geil finden. Und das ist halt es ist so eine Sache, die halt YouTuber als Vorteil haben, dass sie sich vor der Kamera erstens artikulieren können und meiner Meinung nach dadurch auch automatisch realer sind, weil du kannst dich... Zu einem gewissen Maße ja, aber es kommt immer ein bisschen was von deiner echten Persönlichkeit durch, so weißt du? Und deswegen halten sich auch viele von den Rappern einfach auch so extrem zurück, geben gar keine Interviews, machen gar keine Talks und wenn dann nur richtig geplant und geschnitten und vorbereitet und Fragen vorher abgecheckt und so, damit ja nichts von der Persönlichkeit durchkommt. Und ich schwöre euch, wie ich hier sitze, ich habe das persönlich selber schon miterlebt. Also es ist keine Verschwörungstheorie oder so. Wenn ihr die meisten Leute kennenlernen würdet, richtig, die ihr verfolgt und die ihr feiert so, dann würdet ihr die nicht, wahrscheinlich nicht mehr feiern so oder von einem anderen Blickwinkel sehen. Dann sind es auf einmal nicht mehr diese Stars, diese krassen Jungs, die einfach immer geil aussehen und immer abliefern so. Und das ist wirklich Fakt. Hatte ihren eigenen Fotograf und dieser eigene Fotograf hat Bilder gemacht. Und erst wenn sie zufrieden war, hätte sie es freigeben können. Auf die Frage zurückzukommen, sie hat es nie freigegeben. Wahrscheinlich hat sie sich nicht gefühlt, wahrscheinlich hat sie das Bild nicht gefühlt und so weiter und so fort. Und bevor ihr judged, ich bin genauso. Ich will auch, dass mein Fotograf, mein Team am Set ist. Ich will auch, dass ich cute aussehe, weil ich meine, girl, it's Nicki Minaj so. Wir fahren jetzt Patti nach Hause. Ich hab some shit to do. Und wenn ich shit to do sage, meine ich saufen. Tschüss, ja. Tschüss. Ciao. Okay, Leute, weil es einfach wirklich viel zu kalt ist. Ich dachte einfach, es ist Sommer. Wir haben original 10 Grad, gehe ich mich umziehen, weil ich einfach so draußen nicht rumlaufen kann und nicht rumlaufen möchte. Also, Ladies and Gentlemen, wir sind jetzt ein bisschen Berlin-tauglich. Shirt feier ich. Ja, Mitte April tauglich angezogen. Ich musste einfach mein wunderschönes Outfit tauschen gegen Jeans und diesen T-Shirt. Aber scheiß drauf, Hauptsache. Aber für 10 Grad brauchst du nicht eine Jacke, Mädchen? Mensch, da bist du doch noch krank. Wir können das Video hier für euch. Ciao, ne? Nächste Frage. Hast du dich bei deinem Album von jemandem inspirieren lassen? Okay.
Ich hätte jetzt lange überlegen können wegen grundsätzlichen Inspos, die man so aus seiner Jugend und seiner Kindheit hat. Aber ich glaube, die größte Inspo, die krasseste Inspo, die ich bekommen habe, war ab dem Zeitpunkt, ab dem ich angefangen habe, mit Lars zu arbeiten. Und ich... Die arbeitet mit Lars, Digga? Lars! Ich will auch, Bruder. Wenn man mit Lars arbeitet, Digga, dann ist krass. Aber nee, ich will noch nicht. So in einem Jahr oder so, Lars. Schreib mir das schon mal hinter die Ohren. Späßchen. Ich mag Lars. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, bevor wir überhaupt erstmal irgendwie richtig Songs geschrieben haben. Haben wir uns einfach nur unterhalten. Wir haben einfach nur geredet. Ich glaube, 2 Wochen lang einfach nur miteinander gesprochen. Vor allem ist es... Und deswegen ist sie wahrscheinlich auch wieder cool mit Shindy, Dicker. Shindy hat einen ausgeliehen, Digga. Hat ihr gesagt, komm Lars, geh mal rüber da. Die brauchen ein bisschen Hilfe. Eigentlich müsste man Shindy mal zwingen, mich zu sein, Dicker. Irgendwie. So mit seinen Produzenten und seinen Ghostwritern und alles, was er so hat und meinem Erscheinungsbild. Ich glaube, das könnte wild werden. Issue. Beim Songwriting unfassbar wichtig, dass jemand dir zuhört, okay? Ihr denkt wahrscheinlich, Songwriting oder für jemanden zu schreiben, ist sich in irgendeiner anderen Stadt hinsetzen und einfach einen Text runterzuschreiben, dem Artist zu schicken und der Artist performt es dann wahrscheinlich so ein. Aber bei mir ist das so, beziehungsweise in jeder Session, die ich bis jetzt in meinem Leben hatte, bei mir schreibst du mit mir, weil... Vor allem auf diesem Album, beim ersten Album war es noch ein bisschen schwieriger. Bei diesem Album, das müssen meine Worte sein, das müssen meine Gedankengänge sein, das muss das sein, wie ich spreche, wie ich denke. Ah, ist schon krass, Digga. Ich bin gespannt, ey, wenn ich mir vielleicht irgendwann mal Hilfe holen werde, so wie das dann ist, Digga. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das meine Arbeit auch so krass erleichtern würde. Ich glaube, ich hätte schon 3 Alben fertig, wenn ich hier an der einen oder anderen Stelle mal jemanden hätte, der mir beim Schreiben hilft. Aber ich möchte halt das selber können auch. Und ich weiß, wenn mir von Anfang an jemand hilft, Digga, dann bin ich nicht gut am Ende. Also dann bin ich vielleicht gut am Ende, aber nicht so wie Lars oder so wie Shindy oder... Weißt du, wie ich meine? So, ich will selber so ein krasser Schreiber werden, so Drake-mäßig, Digga. Und dann irgendwann mir helfen lassen, so weißt du? Wie ich lebe, was ich sage. Und mit Lars war das einfach so krass, weil er hat mir nicht nur zugehört, er hat mir einfach so viel beigebracht. Zuallererst sind wir die alte Schule durchgegangen. Das heißt, wer ist KRS-One? Die ganze Lil' Kim-Ära, die ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen habe. Meine Ära war Nicki. Und für viele Oldschooler war es halt einfach Kim. Es waren Foxy und so weiter. Und Eve, Digga. Eve, Bro. Also das war meine Favorite. Mary J. Blige, Eve. Eve, Missy Elliott. Eve und Missy Elliott, die zwei. All das hat er mich rangetragen. Erstmal, was ist der Ursprung? Was ist überhaupt Battle Rap? Aber ich glaube, die Kombi von jemandem wie ihm und jemandem wie mir, also Leute, die nach außen unterschiedlicher nicht sein könnten, war irgendwie das, was die Magic war. Und immer, wenn ich gesagt habe, wie ich mich fühle, was ich... An der Stelle, lasst ein Follow da, lasst ein Abo da, supportet den Brother, wenn ihr wollt. Der Brother... brauch Support. Und finde, worüber ich rappen will. Er hat alles verstanden. Und das ist das Schöne. Lars ist krass, Digga. Ich hab das auch, wenn Shindy darüber, wo Shindy darüber erzählt hat, hat er fast genau 1:1 das Gleiche gesagt. In dem nicht? Moment, wo Leute jetzt sagen, du lässt dir die Songs von einem Mann schreiben, es ist so viel krasser, dass ich durch oder mit einem Mann meine Stimme lauter machen kann. Ein Mann gibt dir seine Hand und hilft dir, auf die nächste Stufe zu steppen. Und das ist ein Ding von Gleichberechtigung. Zusammen weiterzukommen, sich zusammen zu entwickeln. Und natürlich auch die Dinge, die mir halt einfach passiert sind. Vor allem sehr viel Bullshit, der mir passiert ist. Durch den ganzen Pain, den man durchgegangen ist, das war eine krasse Inspo. Und einfach das Leben. Einfach Sachen, die passieren. Sachen. Es ist schon krass, wenn du dich hinsetzen kannst und du kannst jemandem quasi erzählen, was bei dir gerade abgeht. Oder du kannst sagen so, ey, ich will einen Song schreiben, die und die Richtung so, Bruder. Ne? Ich habe mir das und das vorgestellt. Ich erzähle dir noch 1-2 Stories, die da passiert sind und so. Und dann lass du mal reingehen. Dann hörst du Beat, Bruder. Dann sagt er so, ey, ich habe eine geile Line. Ey, ich habe hier geil. Ey, guck mal hier die Mellow. Ey, guck mal hier, können wir Hook und so. Dann brauchst du selber gar nicht mehr so viel reinstecken. Weißt du, ich meine so. Boah, ich will es mir nicht zu krass vorstellen, weil dann muss ich mir auch jemanden suchen. Die du nicht ändern kannst, Situationen, die du handeln musst, erwachsen werden, rationaler werden. Dann eine super Überleitung. Was ist deine Faith-Line vom Album? Also zuallererst, ich könnte mich niemals nur auf eine einzige Line beschränken, weil es wirklich Mein Faith ist und bleibt Lauryn Hill. Basta. Fühl ich, feier ich, prägt mich. Fassbare Line. Trotzdem ist bei mir Eve. Album. Aber eine, die ich sehr krass feiere, ist zum Beispiel Labels fassen Frauen falsch. Wie alle vom Pain reden. An wie Bill Cosby. I mean...
Und ich würde einfach jetzt mal Lars. Was? Die Bill Cosby. Die ich sehr krass feiere, ist zum Beispiel: Labels fassen Frauen falsch an wie Bill Cosby. I mean. Bill wer? Bill Cosby? Cosby? Wer ist Cosby? Frauen Cosby? Cross it out, man. Und ich würde einfach jetzt mal Lars fragen. Was geht? Gerade gegessen. Wir sehen gerade für Sonntag das Video. Und eine Frage war unter anderem, welche Line ist deine Lieblingsline aus dem Album? Ich konnte mich schwer entscheiden, aber ich bin irgendwie bei dieser Goliath-Line hängen geblieben. Frag mich nicht warum, weil die für mich so, boah, die ist so, klingt so bossy und irgendwie ist die auch so basierend auf echten Tatsachen und irgendwie noch ein geiles Wortspiel. Es hat auch immer, ey, bei so einem Album, dieses ganze verrückte, krasse Album, das jetzt auf eine Lieblingsline so, das ist so, das wie wenn du mich jetzt fragst, was ist dein Lieblingssong oder so von allen Rap-Songs, die es gibt, so, weißt du schon? Okay, das heißt, wir können uns eigentlich nicht für irgendwas entscheiden, weil es ist einfach zu unfassbar, um das auf eins, um es auf eine zu genügen. Gute Promo. Danke. Ja. Wenn sonst irgendwas ist, ruf an. Ich bin auf jeden Fall die ganze Zeit erreichbar. Okay, grüß alle ganz ja. lieb und wir hören uns später. Mach ich. Und okay, tschüss. Ein Filet au Fisch, bitte. Lars, auch krass, ne? Arbeitet für die heftigsten Künstler immer. Mal für Shindy, mal jetzt für Shirin, dann für Savage, für Ey Bro, Digga. Weißt du, ich meine so und boah, der arme Mann. Wenn es sein Traum ist, ist geil, aber ich hoffe nicht, dass er selber gerne die sein würde, weißt du? Weil dann ist es irgendwie blöd. Weil ich mag Lars, Mann. Wenn du Lars zuhörst, so, Lars ist ein guter Mensch, ja? Ich kenne ihn nicht mal. Ich sag das jetzt einfach so. Ein Cheeseburger, bitte. Ich habe Anton seine Jacke abgezogen. Anton friert sich hier gerade einen Pulli ab. Was habe ich gesagt vorhin, Shirin? Was habe ich dir gesagt? Hör in Zukunft einfach auf mich. Das ist so wie die Mami, die dann auch sagt, so, zieh lieber ein Jäckchen an. Oder nimm es wenigstens mit, leg es ins Auto hinten rein. Shirin wieder so intelligent, was egal, lass einfach gar nicht darüber reden. Nächste Frage, wie hast du dich selber aufgebaut, als du die deprimierende Phase hattest? Ich habe sehr viel Also es ist nicht unbedingt das, was es irgendwie besser macht. Es ist sehr schwer über Ich weiß, warum ich die auch sympathisch und süß finde. Die erinnert mich halt manchmal an meine Ex deswegen. Im Großen und Ganzen zu sprechen. Bei mir passiert auf jeden Fall alles im Kopf. Alles, was ich mir selber einrede. All meine Selbstzweifel oder Unsicherheiten oder auch dieser übergestörte Drang nach Perfektionismus und alles muss so on point sein. Macht ganz oft die Magic kaputt. Ich muss immer durch den Pain. Ich weiß nicht, es hört sich blöd an, weil ohne diesen Pain könnte ich so viele Sachen nicht in den Texten wiedergeben oder so viele Sachen gar nicht ausdrücken, wie ich mich fühle. Ich glaube, es gehört einfach dazu und ich habe eher nicht gelernt, dagegen anzukämpfen, sondern aus diesem Pain und aus diesen ganzen negativen Gedanken etwas Positives zu ziehen. Ich habe einfach... Das ist gerade eine Sache, da spricht sie mir extrem aus dem Herzen so. Das ist auch eine Sache, die ich für mich reflektiert auch gemerkt habe, ist einfach, dass ich suche den Struggle immer wieder. Ne? Ich begebe mich immer wieder in Situationen, wo ich extrem struggle, wo ich mich neu aufbauen muss, wo ich manchmal auch sogar neu anfangen muss und wieder so viel Zeit, Nerven, Geld investieren muss. So. Und ohne diesen Struggle wäre ich nicht ich. Und sobald dieser Struggle weg ist, fehlt mir irgendwas. Weißt du, wie ich meine? So? Und aus diesem Struggle heraus kommen alle Dinge, die ich bis jetzt getan habe. Auch die guten Sachen, die ihr gefeiert habt. So, weißt du, immer aus einem Struggle, immer aus einem so, ich begebe mich jetzt in eine unsichere Umgebung, ich gehe aus meiner Komfortzone raus und, weißt du, und dann entstehen meistens richtig geile Sachen so. Und ohne das fühle ich mich nicht vollkommen irgendwie. Verstanden, es gehört zu mir. Deswegen gibt es auch einen Song auf dem Album, der heißt Depression im Paradies. Das heißt, du kannst das krasseste Haus haben, du kannst einen Pool vor deinem Haus haben, du kannst einen Koch haben, aber wenn du hier drin nicht für... Extra oder ungewollt, fragt einer. Ich habe das nämlich für mich so reflektiert, dass ich mich in meinem Leben schon in Situationen begeben habe, wo ich nicht wusste, warum begebe ich mich in diese Situation. Und im Nachhinein reflektiert habe ich gemerkt, dass ich den Struggle da wieder gesucht habe. So. Weißt du? Und wenn man halt immer mehr zu sich selbst findet und Dinge auf einmal bewusst erlebt, dann merkt man das auch an den ein oder anderen Stellen so. Und es passiert auch bei mir gerade. Selber wirklich glücklich bist und on point bist, dann hilft auch alles andere nicht. Also, das hier ist der Grunewald, beziehungsweise ein Teil von Grunewald. Und hier komme ich ab und zu voll gerne hin. Ich bin ja schon ein bisschen isolierter und ich gehe... Aber Leon, ganz ehrlich, Struggle steht dir. Als du in Berlin alles hattest, Girlfriend, Komfort, kamst du so leer rüber. Ist das ein Joke oder meinst du das ernst? Ich gehe gerne raus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch unter soziale Phobie fällt oder ob ich einfach mich nicht frei fühlen kann, weil wenn ich...
Jetzt schreibt hier gerade einer und hat das jetzt bei Shireen so aufs Lächerliche gezogen. Sie struggelt, was sie sich als nächstes zu Gemüte führt, operationstechnisch so. Das wissen wir halt alle nicht, ne? Ich glaube, jeder Mensch hat seine Struggles, egal wie viel Fame, Geld und OPs du hinter dir hast, so weißt du so. Und einer hat eben geschrieben, aus dem Struggle entsteht die beste Musik. Ja, Mann. Ausgeht, dann so viele Leute mich ansprechen, was ja eigentlich sehr süß ist, aber manchmal hat man das Gefühl, man kann... Life is pain. Machiavelli, ich küsse dein Herz. Ich kann nicht so privat sein. Und wenn ich hierher komme, dann fühle ich mich hier immer voll safe, weil ihr hört's, einfach der Vibe ist unfassbar. Dann kommen wir auch schon direkt zur nächsten Frage. Die wahrscheinlich meistgestellteste Frage ist, kannst du das wahrscheinlich jetzt schon erahnen? Sorry, ich muss einmal kurz eine Frage aus meiner Community beantworten, weil das mich gerade auch so ein bisschen toucht. Leon Bro, ich feier dich. Danke dafür. Kurze Frage. Was denkst du, würden dich die Leute mehr feiern, Mainstream, ohne das Treppenhaus-Video? Ja, klar. Klar. Also Mainstream, ja, safe. Aber vielleicht in 5 Jahren wendet sich das Blatt. Oder in 2. Keine Ahnung. Ist aber auch egal. Ich bin stolz. Wie kam es zur Versöhnung mit Shindy? Ich habe ja in meinem letzten Video gesagt, ihr könnt mir so persönliche Fragen stellen, wie ihr wollt. Und weil es einfach locker 4-5 Mal Top-Comment war mit jeweils Hunderten von Likes auf diesen Kommentaren. 2400, um genau zu sein. Gehe ich auch mal ganz kurz darauf ein. Ich glaube, anhand dessen könnt ihr sehen, dass es voll nice ist, dass man sich gerade in diesem ganzen Game vertragen kann. Es sind ja auch bei uns keine Beleidigungen gefallen. Hier wurden keine Mütter beleidigt oder keine Familien oder so. Man war sich halt uneinig und ich möchte auch ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu erzählen, aber ich möchte euch einfach nur mitgeben, wenn man wirklich will, kann man sich vertragen und das ist, glaube ich, auch das Schöne daran. Wichtig ist halt, dass wenn diese Versöhnung stattgefunden hat, dass die halt auch ehrlich, dass es eine ehrliche Versöhnung war und keine Versöhnung, Business-Versöhnung, weil man voneinander profitieren, opportunistische Versöhnung. Weißt du, wie ich meine so? Weil ich gebe ihr recht, man kann alles aus der Welt schaffen. Und gerade die beiden passen auch zusammen, Dicker. So, sind cool, weißt du so? Ja. Der ist das. Das Geschenk war unglaublich Zucker. Ich weiß, ihr habt jetzt meine Geschenke an ihn auch nicht gesehen, aber ich würde jetzt auch mal behaupten, dass meine Geschenke zu seinem Geburtstag auch sehr Zucker waren. Vielleicht kommt da auch was auf euch zu. Deswegen das möchte ich noch offen lassen und will das reicht. Geiler Kommentar im Chat hier. Verstehe irgendwie nicht, warum Shireen nichts mit Flizzy zu tun haben will, obwohl der erste Rapper war, der Shireen gepusht hat damals. Wegen mir. Wichtig. Nee, der hat die auch so gepusht, aber ich habe dann dieses Reaction-Video gemacht, was jetzt mittlerweile fast 1 Million Klicks hat. So, das hat schon krass Wellen geschlagen und ich habe auch letztens nochmal mit ihrem Manager darüber geredet, weil irgendwie Tatsachen verdreht wurden. Auf jeden Fall finde ich das auch schade. Ich habe ja auch in dem Interview gesagt, mit Flizzy im Talk, mit Flizzy, ich denke, dass die zwei, dass Shireen selber nicht mal weiß, was passieren würde, wenn sie mit Flair einen Song gemacht hätte, so weißt du so. Ich glaube, da würde was passieren. Und auch was anderes als mit Shindy, so. Manchmal stehen die Sterne einfach gut für so eine Kombo, manchmal stehen die Sterne gut für so eine Kombo, weißt du? Gerücht, was um dich zum Beispiel kursiert ist, bist du eigentlich mit Taban zusammen, beziehungsweise was für eine Rolle spielt er in deinem Leben? Also zu dem Gerücht. Jetzt wird's interessant, Digi. Erstmal, was du ja gerade angesprochen hast, es kursiert ja seit Monaten dieses Gerücht im Netz, dass ich verlobt wäre. Punkt Nummer 1. Wenn ich verlobt wäre, wisst ihr, was für eine Welle ich machen würde? Und Punkt Nummer 2, ich bin auch ehrlich gesagt so eine Person, ich möchte damit niemandem vor den Kopf stoßen, aber ich bin gar nicht ready für irgendwie sowas wie Verlobung oder heiraten oder Kinder. Vielleicht sage ich in 3 Monaten, okay, jetzt bin ich ready, aber aktuell bin ich so weit weg davon, dass das so fair, was ich für mich selber sehe oder was ich für mich vorhabe. Und um auf die Frage zurückzukommen, was Taban für mich oder beziehungsweise eine Rolle in meinem Leben spielt. Taban, ich wollte sagen, Taban nervt. Nein, aber Taban ist dieser unfassbar, ich sag mal so wohlwollend, sehr engagierte Manager, der einfach, ich weiß nicht, wie viel Feuer eine Person unterm Arsch haben kann, aber Taban ist unfassbar engagiert. Taban macht mein Management, das heißt, Taban ist mein Agent. Das heißt, Taban ist mit die engste Person um mich herum. Taban kriegt alles mit. Ich war ja früher mal bei Agenturen. Ich habe euch ja auch mal in einem Video erzählt, was mittlerweile offline ist.
Tabern macht viel, wa? Stimmt, dass man sich in Agenturen einfach behandelt fühlt wie ein Produkt. Und mit Tabern habe ich jemanden gefunden, der wirklich meine Vision gecheckt hat, verstanden hat, was ich möchte, mich so krass gefördert hat, mich so krass gepusht hat. Deswegen, Tabern und ich sind nicht verlobt und Tabern macht mein Management. Und an der Stelle möchte ich auch sagen, wenn diese Gerüchte, das, was in die Welt gesetzt wird von sehr vielen verschiedenen Parteien, würdet ihr euch trauen, bei Rappern über deren Frauen zu sprechen? Nein, würdet ihr nicht. Und das geil. Das ist das Ding. Stellt euch mal vor, ich wäre wirklich verlobt. Es wären Kinder geplant, Familien wären involviert und vielleicht würde. Und da setzen sich Leute hin und behaupten oder reden darüber, dass ich verlobt bin und dass ich das und dies oder dass ich verheiratet habe, auch irgendwo ein Kommentar. Selbst wenn es so wäre, warum kann man das bei einer Frau nicht respektieren, aber bei einem Mann ist es Ehre. Bruder, mach nicht so. Deswegen das Wort zum Mittwoch, Donnerstag, das Wort zum Mittwoch, aber Taban... Sonntag. Ist einfach Teil von mir und Teil von allem, was hier gerade passiert und Teil der Musik und einfach essentiell wichtig für all das. Und ich muss sagen, in dem Punkt fühle ich sie, ne? Also ich glaube, wenn es jetzt, wenn Shirin jetzt Mann wäre, ein Kenneck, der rappen würde und irgendwie, keine Ahnung, eine Managerin hätte vielleicht oder so und die Gerüchte wären, dass, ob die zusammen sind, verlobt sind, dies, das, bla. Würden, glaube ich, wenige Spekulationen im Internet bei Rap Update und bei irgendwelchen Plattformen sein über deren Beziehung, beziehungsweise weniger. Ob es gar keine wären, weiß ich nicht, aber es wären weniger und da muss ich ihr recht geben. Und da sieht man wieder, wie wir manchmal Männer und Frauen mit zweierlei Maßen messen. Männer und Frauen sind nicht das Gleiche, davon bin ich auch überzeugt. Ne? Die sind nicht gleich, aber nichtsdestotrotz, gerade bei so einem Thema, warum muss man da einen Unterschied machen? Warum sollte man da einen Unterschied machen? Meiner Meinung nach sollte man da keinen Unterschied machen. Und deswegen bin ich auch stolz, hier zu sitzen und zu sagen, ich bin Feminist. Ich hoffe, dass damit erstmal dieses Gerücht aus der Welt geschaffen ist. Habe ich noch irgendwas vergessen zu diesem Thema zu sagen? Ich glaube nicht. And that's abgehakt. It. So, auch noch eine sehr interessante Frage. Wird es Disses geben und wirst du persönliche Erfahrungen mit anderen Künstlern in dem Album aufarbeiten? Oh shit, Dissident Man. Also, die zweite... Shirin David disst mich, so wie Bushido bestimmt. Wirst du persönliche Erfahrungen? Ja. Und die erste... Das Ding ist, ich bin kein Fan von Fronten. Kurz gesagt, ich habe noch nie in meiner Karriere, in meiner Laufbahn... ob als YouTuberin oder Sprechgesangsartistin, habe ich noch nie irgendjemandem geschadet. Ich habe nie jemanden gedisst, ich habe nie jemanden runtergemacht, ich habe nie jemanden klein gemacht, weil... Wir haben Feminismus in der Schule, Dicker. Ernst? Erzähl mal. It's not my Art und Weise von Mensch sein. Wenn du in den Wald schreist und es dann zurückschallt, weil wenn du gegen mich schießt, dann schieße ich vielleicht piu-piu auch mal zurück. Aber ich fronte nicht. Um es mal kurz zu sagen... Das, was ich vorher gesagt habe, habe ich gefühlt. Sehe ich genauso. Disse niemanden, der mir nicht ans Bein gepisst hat. Alles, was ihr auf dem Album bekommt, sind Antworten. Weil, Girl, ich saß wirklich sehr lange. Ich war wirklich... Und das ist halt geil, Digga. Wenn du so einen Diss-Track schreibst oder so, ne, jemanden zerstören willst, der dich gedisst hat und dann hast du Lars an deiner Seite, Bro. Päh. 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 Ihr könnt jetzt schon mal einpacken an alle, die ihr ans Bein gepisst habt. Aber jetzt... Hat man das jetzt verstanden? Ich glaube ja. Wir neigen. Piu, piu. Uns fast dem Ende. Würdest du bei kleinen Reaction-Streamern, die auf deine Musik reagieren, vorbeischauen und vielleicht auf die aufmerksam machen? Ich liebe diese Frage und weil ich sie gewählt habe, ist ja, das werde ich machen. Vor allem, wenn die erste Single online geht. Anton und ich haben. Danke übrigens fürs Teilen von der Reaction von mir und Flair, ne? Wurde uns versprochen. Ich habe extra einen Satz rausgeschnitten. Ich muss das immer wieder erwähnen, ist mir egal, das hat mich persönlich getriggert. Ich habe einen Satz extra rausgeschnitten, der für ihren Manager unter die Gürtellinie ging. Ne? Und dann habe ich erst das Video hochgeladen. So. Nichtsdestotrotz haben die mir die Einnahmen nicht gegeben von dem Video, von der Live-Reaktion, von dem ganzen Interview und nicht geteilt, obwohl es ausgemacht war vorher. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wirklich. Was überlegt, ich werde ein ganzes Video machen, wie ich auf eure... Und nichtsdestotrotz habe ich immer noch Liebe für Shirin. So. Die wissen es halt nicht besser.
Reaktion reagiere. Sowohl von größeren, aber vor allem auch bei kleineren Reactern. Ich mag natürlich auch die, die nicht immer alles toll finden. Aber ich habe auf jeden Fall einiges zu sagen bei ein paar Kommentaren, weil ein paar Sachen wurden immer nicht richtig verstanden. Und deswegen möchte ich darüber aufklären und das nochmal mit euch durchgehen. Ich freue mich auf eure Reactions zu meiner allerersten Single und deswegen leite ich einfach mal über. Warum, fragt einer. Ja, warum? Musst du nicht mich fragen, Digga. Extra rum telefoniert, gemacht, getan und dann wurde sogar am Ende noch gesagt, so, ja, ey, wenn Interview, dann vielleicht mit dir und so, dies, das, bla. Hat nie jemanden interessiert danach. Nie. Und da war noch der Shitstorm auch noch nicht da. Ne? Nicht, dass ihr jetzt das falsch versteht, so. Ich habe da keinen Shitstorm gehabt oder so. Ne? Ganz normal, Leo Lovelock sein Ding am machen, komm ins Café Vibes, so. Eine geile Idee, lass mal mit Flair diese Live-Reaction machen auf Shirins Song, weil ich wusste, Flair findet die nice. So. Haben wir gemacht, ist voll durch die Decke gegangen. Habe ich extra ihrem Manager zur Abnahme geschickt, den Link. Habe gesagt, Bro, zieh dir mal rein, feierst du? Kannst du mir das whitelisten lassen? Kannst du mir das freigeben, dass ich auch monetarisieren kann? So. Ey, Bro, schneid mal die und die Szene bitte raus. So, da redet ihr zu sexuell über sie. Tamam rausgeschnitten, hochgeladen. Kein Whitelist, keine Reaktion mehr. Kein Post auf Instagram, wie versprochen. Nee, machen wir morgen, machen wir morgen. Und dann nur so halt von Shirin irgendwo bei ihrem Geburtstag oder irgendwo dann bei so einer Gala oder so, keine Ahnung, hat TV Straße, glaube ich, ein Interview gemacht und dann hat die halt Flair, hat sich halt voll krass bei Flair bedankt für die ganzen Props und für die ganze Liebe, dies, das, bla bla bla. Wegen der Reaction so und aber so, wer ist Leon Lovelock, Digga? Da, an den hat sie wahrscheinlich gar nicht mehr gedacht. Das ist ja eh nur der, ja. War Anton. Und zwar, wann kommt die allererste Lead-Single von meinem Album? Oh mein Gott, ich kann es kaum glauben, Leute, es geht los, es geht. Ich frag mich, wie viele Filme Leon hatte, ihr wisst nicht, ihr wisst noch nicht mal ansatzweise. Ich werde immer mal wieder ein paar Sachen auspacken, so. Aber wenn ich alles auspacke, dann, ich will auch niemanden schlecht machen, klein machen oder so, weißt du? Ich könnte über Leute auspacken, die ich selber feiere, die ihr auch alle feiert, so, aber das bringt doch nichts, für wen? Einfach los. Meine allererste Single, Ich darf das, droppt am 7. Manchmal wird halt menschlich voll die krasse Scheiße gebaut, so, aber ich bin nicht derjenige, der das dann exposen muss, weißt du? 5. Wie immer, Donnerstag, 23 Uhr, 9. 7.5. Das heißt, von. Eine Woche später kommt meine Single. Heute aus, nicht den Freitag. Shirin, mach mal Live-Reaction. Visio. Jetzt, sondern den Freitag darauf. Nächsten Sonntag kommt nämlich auf meinem Kanal das Video aus Gran Canaria online. Das heißt, mit dem ganzen Team drüben. Das heißt, ihr lernt Judy kennen, ihr lernt Melvin kennen, ihr lernt Lars kennen. Und die allererste richtige offizielle Hörprobe. Ihr habt Sneak Peek jetzt bekommen. Ihr habt einen Sneak Peek von dem Song aus dem letzten Video bekommen. Aber die allererste richtige Hörprobe zu meiner allerersten Single geht nächsten Sonntag auf Instagram. Ich bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr bis jetzt zu Ende geschaut habt. Ich bedanke schon dunkel, Digi. War die ganze Zeit im Wald da jetzt, wa? Unfassbaren Support vom letzten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das safe mit einem Daumen nach oben. Einer fragt, ob ich mit Taban gesprochen habe. Ja, habe ich. Gar nicht so lange her. Kurz bevor ich nach Mexiko gekommen bin, habe ich das auch alles so gesagt. Aber was bringt das? Also, da kommt er, als ob da jetzt was zurückkommen würde. Abonniert meinen Channel, checkt. Hat er zur Kenntnis genommen, so. Mehr wollte ich auch nicht. Instagram aus und aktiviert eure Benachrichtigung, besonders für die nächste Hörprobe, nächsten Sonntag. Aber bei so ne Sachen rede ich auch, weil da habe ich auch wirklich was reingesteckt, auch so. Weißt du, wie ich meine, so? Sachen erwartet und dann ist nichts zurückgekommen. So. Auf Instagram. Dann verabschiede ich mich. Wir verabschieden uns von Anton. Wir verabschieden uns von Taban. Fühlt euch ganz lieb gedrückt und umarmt. Mua. Ei. Mua.